Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. Zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der... Ja, machen wir gleich. Ja, liebe Leute, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, als wir den Tibirum-Konflikt quasi beendet haben, dass wir erst mit Alarmstufe Rot weitermachen. Und ja, hier ist es nun. Liebe Leute, hier sind noch ein paar Missionen offen geblieben vom letzten Mal tatsächlich. Beziehungsweise vom Durchgang. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal rein, was wir da noch haben. Die Ameisenkampagne auf jeden Fall. Die habe ich schon freigeschaltet gerade eben. Und was haben wir denn hier alles? Wir haben hier... Ah! Okay, ich erinnere mich. Die Erweiterungskampagnen. Vergeltungsschlag und Gegenangriff. Die hatte ich beim letzten Mal sogar schon durchgespielt. Okay, das heißt, wir haben da tatsächlich nur noch die Alternativmission von den Kampagnen. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, liebe Leute, ich zähle mal durch. 5, 6, 7. 7 alliierte Missionen haben wir noch und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sowjetmissionen. Also insgesamt noch 13 Missionen. Und die Ameisenkampagne, das ist ja gar nicht mehr so viel. Na, das ist ja gar nicht mehr. Okay. Gut, liebe Leute, aber dann würde ich sagen, wir machen es wie vorher. Ich fange mit den Alliierten an, gehe dann über die Sowjets und mache dann die Ameisenkampagne. Die Ammerkampagne, ja genau. Gut, liebe Leute, fangen wir an mit den Alliierten. Sackgasse Süden. Alles klar, auf ein neues, altes Abenteuer. So, Cutscene. Ach, die Mission war das. Genau, mit den Brücken, glaube ich. Landcom, 16. Haku, streng geheim. Ahn, guck mal an, A9. Unsere Aufklärung berichtet von massiven Truppenbewegungen der Sowjets in ihrem Gebiet. Die nahegelegenen Brücken sind für den Vormarsch der Sowjets dabei von entscheidender Bedeutung. Zerstören Sie so schnell wie möglich alle Brücken. Ah, okay. Tanja wird mit Ihnen dabei helfen. Sie muss unter allen Umständen am Leben bleiben. Bestätigungscode 1612. Daten der Ende der Übertragung. Ach Gott. ich muss mich jetzt erstmal wieder hier orientieren, wieder umorientieren hier. die andere Grafik auch, ja. Ach, Alarmstufe Rot, das ist doch so Hammer, ey, wirklich. Alarmstufe Rot, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt. Alarmstufe Rot ist mein Lieblingskommando in Conquer. Ich weiß auch nicht, das geht so schön schnell, das Spiel. Und was ist das jetzt hier mit dem... okay. Wartet mal. Da habe ich 4 Invasoren. Okay, wir haben 0 Geld. Lauf mal dran vorbei, Tanja. Genau, wir spielen die Brückenmission, liebe Leute, und ich meine doch... Ach, genau, wir... Das ist halt... Ach! Da ist der Mechanobot schon mal, das ist schon mal gut. Bam! Geil, Leute, richtig geil. Und, ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Abenteuer. Wir können hier speichern, Mission 3 Allies ist das in diesem Fall. Geil. Und das da? Hammer, ey. So. Kirche, ist da Geld drin? Okay. Dann, liebe Leute. Ach, genau. Setzt mich im Arsch. Ja, das ist natürlich mega nice. Setze mich im Arsch, ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir das mal weiter. Wir sind am Anfang der Alliierten-Kampagne. Dritte Mission
Und ich muss mich hier, glaube ich, im Hund. Ja. Vor Hunden in. Was ist das denn? Vor Hunden in Acht nehmen, ne? Was ist das denn da für einer? Oh, okay. Ich weiß nicht, was das für einer ist hier. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, was das für ein Ranger ist da. Okay. Ne, den kann ich kaputt machen. Da macht den kaputt. Nicht, dass ich den dann noch brauche, aber ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter im Text. Wie ist denn hier der Aufbau? Warte mal. Ah, ich glaube... Speicher das mal bitte. Ich glaube... Zack. Sehr schön. Ah, da können wir von da oben rein. Ha, sehr schön. Hier sind die Brücken auch schon gekennzeichnet. Eine riesen Map, okay. Ich kann mich aber erinnern, dass ich bei der anderen Mission 3... Wow. Dass ich bei der anderen Mission 3... eine Artillerie dabei hatte, ne? Das war doch so. Dass ich da eine Artillerie hatte und... genau. Dann macht die alle im Arsch. Mach den kaputt. So, dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen Geld und die Invasoren. Okay, ich speichere das nochmal. Ach, ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass das Alarmstufe Rot so viel schneller ist. Ey. Der Tiberium-Konflikt, der war ja kack langsam, wenn ich mir das so hier angucke. Ey. So, ja, und die Mucke ist hier einfach geil, ey. So, dicke. Genau. Ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Beim C&C Remaster. Da ist ein Grenadier, weg damit. Da ist ein Fass, weg damit. Ach du Scheiße. So, was kommt da? Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte die mit den Fässern platt machen, aber gut. Ich mach die Fässer im Arsch. Da. Ist das ein geiles Game, echt? Wo sind die hingelaufen? Wo sind die hingelaufen? Wartet mal, ich muss, glaube ich... Ach, ich muss diese Brücken doch platt machen. Lustig. Oh, scheiße. Lass mal in Invasoren in Ruhe. Puh. Da kommen die Säcke, ey. So. Grenadier. Boah, perfekt. Puh, das war nochmal knapp, ey. So. Aber dann würde ich sagen, mach die Brücke im Arsch. Und du läufst natürlich mal wieder außen rum, ist klar. Gut, aber das dauert ja hier nicht so lange, ne? Wie die Titania herumrennt. Und, ja. Liebe Leute, ja, Alarmstufe Rot, wie gesagt. Jetzt hier auch noch die letzten Missionen und dann sind wir tatsächlich mit dem Command & Conquer Remaster durch. Nach irgendwie einem Jahr und dann 3 Monaten oder so. Das ist echt übel. Wie lange dieses Spiel vorhält. Aber gut, es hat halt auch viele Missionen, ne? So, haben wir hier irgendwas? Ne, auch ein Flammenturm. Da ist noch ein Arzt. Ich wüsste aber gerade nicht, wie ich hier reinkommen soll, ne? Ich glaube, das ist auch eh ein Dead End. Hier komme ich auch nicht rein. Ach, da! Okay, hier ist eine Manneken-Fabrik. Scheiße. Schützen. So, oh mein Gott. Ach, so. Mein Fernseher. Ach nein! Die wollte ich eigentlich erobern. Naja, gut. Ich denke mal, dass ich mir die wieder aufbauen kann dann. Wobei, ohne Energie bringt das ja auch nichts, ne? Gut, so. Da ist aber nichts. Dann habe ich jetzt... Ah, diese Brücke da noch? Okay. Eine ist platt.
Haben wir diese Brücke? Da oben ist auch noch ein Bereich. Diese beiden Brücken noch und dann war es das, glaube ich, auch schon. Ne? Tanja, wo bist du? Da. Okay. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, mache ich diese Brücke in meinem Arsch. Und dann haben wir das gleich. Ich weiß nicht, warum ich vier Invasoren bekommen habe. Kein Plan. So, dann speichere das nochmal. Bevor die wieder falsch rennt. Ja, bevor sie wieder falsch rennt. Ich probiere mal, ob ich das so schaffe. Ich bezweifle das aber. Ne. 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 Okay. Das heißt, diese Titania, die darf nicht falsch rum rüberlaufen. Okay. Interessant. Gut. Dann. Warum läufst du immer rüber? Warum läufst du immer rüber, Tanja? Dann, wenn du nicht rüberlaufen sollst, läufst du rüber. Und dann, wenn du rüberlaufen sollst, läufst du nicht rüber. So, wunderbar. Dann haben wir das doch. Und da muss ich wahrscheinlich... Wartet mal, komm ich da oben rein? Nee. Komm ich da oben... wartet mal. Komm ich da rein? Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. Okay, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier noch irgendwas kaputt machen muss, aber gut. Schieß auf das Fass. So. Wow. Drei Panzer. Ach, die Rustpanzer. Stimmt, die mit ihren Doppelrohr Geschütz. Stimmt, die gab es ja hier auch. Ah, und die Mission ist durch. Geil, okay. Cool, Leute. Dann Katzi. Ach genau. Und tschüss. Genau, das war doch cool. Und ja, Führung 88%. Das ist eigentlich echt nicht schlecht gelaufen, muss ich sagen. Und ja, so, wir haben vier Gebäude verloren. Ach, stimmt, Leute, die Europakarte. Oh Mann, wie Hammer. Wie Hammer. Aber, liebe Leute, da ich tatsächlich nur die Nachholmissionen durchspiele, jo, Rock, Highway to Hell da draußen, würde ich sagen, ja. Gehe ich auch nur auf die Nachholmission, nicht die ganze Kampagne nochmal durch, weil das wird nochmal zu lange dauern. Gut, Tanjas Geschichte im Norden. Okay, Leute, gucken wir uns mal die nächste Cutscene an. Mit dem geilen Staffross, stimmt. Ah, Hammer. Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen und versteckt sich im Exil. Die Informationen aus dem besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst, einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281-7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat sieht die Gründung einer globalen Defensivinitiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen Klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja auch. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie Sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund... Tanjas Begleitcyborg sendet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Sie hat lebenswichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern.
Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grodno fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-LKW kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Wenn ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald sie Tanja gefunden haben, schaffen sie sie da raus. Wie auch immer. So ein hübsches Gesicht. Wo ist Professor Einstein? Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind etwas permanent. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, so viel zum Thema Corona-Impfung, ne? Oh Mann. Ja, liebe Leute, ach, ist das geil, wieder den Estling und den Stavros zu sehen. Okay, liebe Leute, ja, wir müssen hier, ja, wie er es gesagt hat, mit dem Spion per Anhalter ins Gefängnis reinfahren und, genau, wir haben dafür nur begrenzt Zeit. Und ja, die Cutscene gerade war auch umgeschnitten, ne? Das heißt, wir haben tatsächlich gesehen, wie der Typ die Tanja geschlagen hat. Das ist in dem Original nicht so. Gut, liebe Leute, aber in dieser Mission werde ich die, glaube ich, als erstes mal hier die Geschwindigkeit runterschrauben. So. Wie laufen denn die Hunde? Wie laufen denn die Hunde? Hunde. Ich glaube, ich muss hier unten her. Ah, hört auf zu rennen. Warum habt ihr rote Augen? Die Hunde haben rote Augen, was zur Hölle? So. Wartet mal. Speichern. Mission 5 Alliierte. So. Kann ich die da rein? Was so? Oh Gott, Gott sei Dank. Ja, das passt. Sehr schön. Okay, cool. Ja, Leute. Dann fahren wir jetzt quasi in das Gefängnis rein mit dem Spion. Der hat ja ganz schön viele Sachen hier, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Also, der Typ hat echt viele Sachen. Was so? Okay. Gut, wir haben es infiltriert. Tanja, mach den platt. Mach Winke, Winke. Ach, geil. Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Da ist ein Hund. So, sehr gut. Vor den Hunden müssen wir echt aufpassen. Auch vor den Einheiten. Vor dem Hund vor allem. Oh, Gott sei Dank. Und hier auch. Sehr schön, liebe Leute. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine Tanja. Und mit der Tanja könnten wir theoretisch noch ein paar Sachen aus der Basis hier platt machen, ne? Bam, bam, bam. Ich finde den Sound so geil. Batz, batz, batz. Genau, liebe Leute. Die Tanja ist nämlich der die gleiche Einheit wie quasi der Kommando aus Tiberium-Konflikt.
Und ich weiß nicht, wer hier von wem abgeguckt hat, aber es ist definitiv so. Gut, bevor ich die andere Flak platt mache, nehme ich ihm hier noch ein bisschen seine Basis auseinander. Da haben wir gleich nicht mehr so viel Stress. Genau, liebe Leute, und ja. Da sind wir schon quasi in der zweiten Nachholmission, also macht den Bauf kaputt. Bam! Zweite Nachholmission. Jo. So, da ist der Panzer, der wird uns natürlich dann platt machen. Das ist klar. Bam. Ich weiß nicht, ob wir dieses Gebäude hier platt machen dürfen. Das ist nämlich eine Kommandozentrale. Deshalb würde ich das mal speichern. Ah, der Panzer, der ist irgendwie auf uns gerichtet. Bam! Ich glaube, ich lasse es. Komm, dann mach die Flak im Arsch. Und hol die Tanja hier raus. Los. Verstärkungen sind eingetroffen. Hubschrauber, wo bist du? Da bist du. Hi. So, wir hatten nämlich auch noch 20 Minuten Zeit. Also das hat doch gepasst. Sehr gut, liebe Leute. Und dann haben wir Tanja befreit. Ha, da oben. Ja, geil. Bam, bam. Okay, wunderbar, Leute. Wir kriegen hier oben auch irgendwie mehr Einheiten, habe ich das Gefühl, oder? Irgendwie kriegen wir hier mehr Einheiten, ja, als beim letzten Mal. Und, ja, wie mache ich das denn? Ich habe hier was klicken gehört. War das etwa ein Bienenleger? Das wäre ja gemein. So, Artillerien. Oh nein, 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 nein. Mammutpanzer. Verdammt nochmal, ey. So, mach den Flammenturm im Arsch. Ja, mach die ganzen Weddig platt. So, den Mammut einfach platt machen, los. Oh, geil, die Sounds hier, ey. Richtig cool. Sehr schön, dann haben wir nämlich hier oben auch eine Basis. Ah, sehr schön, Werkstatt ist platt. Und dann können wir uns hier gleich hier seine Sachen einnehmen, ne? Oh, das ist so schön schnell hier, das Spiel, ey. Ich mag das. Ich mag das echt. Nein! Der scheiß Hund! Oh, der Hund, ey. Oh, Gott sei Dank. Puh. Ich glaube, wenn er mir den Version platt gemacht hätte, dann wäre es übel geworden. So. Ihr helft noch bitte. So, sehr schön. Und rein da. Haha, sehr schön. Sehr gut, liebe Leute, dann. Das ist wichtig, dass ich mir das Gebäude hole. Die Waffenfabrik, weil ich möchte nämlich gerne erstmal noch nicht mit den alliierten Panzern anfangen, sondern mit Russenpanzern. Genau, das ist nämlich um einiges angenehmer. Und, ach Gott, ihr seht auch, dass wir hier viel weiter wegbauen können. Oh mein Gott, das ist natürlich echt geil. Das ist natürlich echt mega geil. Okay. Leute, da würde ich sagen, haben wir tatsächlich jetzt hier unsere Basis schon mal aufgebaut. Beziehungsweise wir brauchen noch eine Raffinerie, ne? Und vor allem erstmal, ja, speichern, das ist gar keine schlechte Idee. Und, schneller machen das Spiel, ja. Definitiv, so. Aber ist das sehr schnell jetzt, schneller als das normal schnell? Nö, das ist genauso. Okay, cool. Ja, liebe Leute. Dann, wie gesagt, bauen wir uns mal hier auf. Die Mission ist gleich auch schon, die Folge ist gleich auch schon voll. Aber ja, oh Gott, Alarmstufe Rot, ey, was freue ich mich, ey, echt. Ich freue mich wie ein kleines Kind gerade. Bratz, bratz, ja. Genau. So, dann bauen wir bitte noch einen Sammler hier hin. Und die Jeeps, die können wir bitte erkunden fahren hier, ja. Ach, genau, dieses langsame Sammeln. Dieses langsame Sammeln und dann alles auf einmal wegbringen, ja. Stimmt, das war ja die, so, mach den mal kaputt. Ah! Hui. Eine Tesla-Spule und ein Raketenwerfer. Konstruktion. Nicht schlecht, ey. So.
Da hat der Gegner ja schon gut aufgerüstet hier. So, macht den im Arsch. Perfekt. Gut, liebe Leute, im Anbetracht dessen, was wir uns hier aufgebaut haben, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.